Moin und willkommen zurück zu einer nächsten Folge, nein, weiteren Folge Days Gone. Ja, wir haben ja letztens hier die Plünderer oder was auch immer, wie er sie genannt hat, ausgenommen und dem einen armen Kerl da anscheinend geholfen. Die haben hier übrigens schicke Bikes stehen. Und ich kann sie anscheinend fahren. Kann sie sabotieren, okay. Aber ich kann leider keinen Sprit abzapfen. Eigentlich ein bisschen schade ist, obwohl ich hätte die vielleicht lassen sollen. Das hier sabotieren. Ja, schon neu. Die aber allerdings auch. Also. Komm, ich nehme die andere so. Nein, 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 nein. So war das nicht gemeint. Du sollst das Ding hier sabotieren. Aber was ich gerade auch nicht verstanden habe, als wir den gerettet haben gestern, wenn hier Motorräder stehen, warum nimmt er sich kein Motorrad, sondern geht zu Fuß oder so? Also ich, ist, weiß ich nicht. Das schon. Ah, okay, das, was ich verbraucht habe und was die Leute haben, kann ich dann mitnehmen. Also ich muss ja sagen, ich finde die Kiste schon nice, ne? Oh, scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Ach ja, was denn für Nester? So, lass mal schauen, wo waren denn Nester? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Das hier. Hier alles gerade. So, schade eigentlich. Ja. Ich finde es schade, dass man die Maschinen nicht tauschen kann. Im Prinzip. Also die hat einen viel geileren Sound wie die hier. Weiß es nicht, was muss ich hier machen. Da liegt ein Bike, da liegt keine Ahnung was. Okay, das zeigt mir, ich habe schon Max. Das, ach, das ist auch nur Sprit, okay. Was haben wir hier? Ah, geht doch. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Dings ist hier für eine Mission, aber okay. Wir machen einfach mal. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Ist was? Hä? Oh, hallo, red mit mir, Onkel. Naja, das sind zumindest schon mal Pilze hier. Happy Build. Würde ich mir wahrscheinlich draus bauen. Falsche Richtung. Falsche Richtung, okay. Wenn der mir sagen würde, was er sucht, könnte ich ihm ja vielleicht helfen. Das kann ich nicht. Kann ich denn... Den Bolzen kann ich auch keine mehr herstellen. Also können wir das lassen. Okay. Nehmen wir jetzt natürlich... Mann, da ist doch was. Ah, da liegt was. So, ne, das sind nur zwei Flaschen. Die haben wir auch Maximum. Er sagt mir jetzt wieder nope, falsche Richtung. Was muss ich denn hier suchen, verdammte Hacke? Ich habe hier aber auch mal gesehen nach... Ach, da liegt was, okay. Das ist ein Müllbeutel. Okay, was haben wir denn da? Ja, das weiß ich nicht. Jetzt habe ich dich. Wen hat er? Ach, da sind irgendwelche Spuren. Spuren? Ah, da geht's weiter. Ich wollte gerade sagen.
Scheiße, eine Falle. Oh. Nein. Oh, komm schon. Shit. Na, super. Oh, Mist. Was auch immer das jetzt ist. Was haben wir denn da gemacht? Da soll man ein bisschen... Oh, was zum Teufel. Scheiße. Ich brauche meinen Kram zurück. Wo ist mein Zeug? Sie dürfen mich nicht sehen. Hm. Okay, ja, das ist... sorry, wenn ich das sage, aber das finde ich gerade ein bisschen lachhaft. Die haben mir angeblich mein komplettes Zeug geklaut. Aber mein Messer habe ich noch. Alles klar. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen albern. Okay, das scheint mein Zeug gewesen zu sein. Weil ganz ehrlich... Wer ist das? Mann, da ist sie hier. Nicht schon wieder, ey. Ich hab aber auch hier ein Glück, ne? Erst die eine Falle, jetzt die Falle hier. Ich rücke vor. Mann. Ich dachte da gerade echt einen Affen dran. Ach. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Mann. Das ist gerade echt scheiße. Ich hier irgendwie, oder ich löse hier alle Fallen aus, die es gibt. Vielleicht sollte ich demnächst öfters diese Dingssicht hier nutzen. Ich weiß nicht, waren das jetzt alle? Oder kommen da noch ein paar? Okay. Dann scheint das alles gewesen. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir zum Bike kommen. War hier echt wieder, naja, eigene Dummheit, ganz ehrlich. Aber gut gemacht doch, muss man schon sagen. Ja, stimmt, Nester sollte ich noch ausräuchern, wenn ich wüsste, wo die sind. Mal. Was mache ich eigentlich hier? Was wollte ich gemacht? Ach ja, ich glaube irgendwie. Nichts. Mit dem P und Pioneer Fioretov. Ja, machen wir das da mal. Läuft schon wieder voll. Old Pioneer, Friedhofsbroschüre, okay. Hat man irgendwas? Denn? Ah, okay. Da war doch eben noch so ein Ding. Ach, da ist noch was.
Okay, meine Verbände sind voll. Dann nutzen wir einfach mal. Können wir den hier auch da mitnehmen. Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich hier suchen soll. Das andere Gute ist, das Vieh frisst da gerade und kriegt mich anscheinend nicht mit. So, sehr schön. Ich glaube, von dem Hirten hier brauchen wir nicht. Irgendwas. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Da versteckt. Lass mich genau umschauen. Hier war doch irgendwas. Ach, das ist wieder nur eine Beere. Da liegt. Alter, da liegt ein Brecheisen. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Oh, vielleicht da drin. Aber was ist da an. Ah, hier gibt's so ein. Tafel. Der Schutzengel, okay. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Hubschrauber? Da ist ein Hubschrauber, auch nicht schlecht. Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Der Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ja, du bist ja offiziell auch nicht da, oder? Der Kops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Oh ja. Pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Mach ich auch nie. Ja, wo ist denn dieses blöde Viechlein hin? Ja, da, das ist Kacke. Mann, aua, ey. Blödes Ding hier. So. Dann jetzt erstmal zum Moped. Oh, da ist noch einer. Okay, das machen wir hinten fest. Aber ich sehe gerade, wir haben doch hier noch irgendwas zu erledigen. Irgendwie. Okay, hier ist noch so ein Ding, Peter. Der Pelzkrieger. Ja, super. Ja, ich komme ja schon. Ich helfe dir, mein Freund. So, aber hier war noch irgendwas. Hier sollte ich noch was machen. So, hier kann ich mir das nur angucken, was er gemacht hat, der Drecksack. Hier hätte ich vielleicht eben anfangen müssen können. Keine Ahnung. Okay. So, jetzt muss ich aber auch wirklich wissen. Ja, irgendwie. Ich habe das Spiel letzte Folge so gefesselt. Jonsgebiet wird verlassen. Ja, ihr seid ulkig. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Ach, hier muss ich irgendwo lang. Okay. Das ist irgendwie. Wow, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Irgendwie die Zeit vergessen habe. Das heißt, das sollte mir jetzt vielleicht nicht unbedingt passieren. Ja, hier gibt es auch ein Nest. Mal sehen, was die vorhaben. Okay. Ich habe noch ein Nest gefunden. Was weiß es sein?
Soldaten und Forscher von Nero tragen speziell gepanzerte Hazmat-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Ja, super. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit B und drücke linke Maustaste, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Okay. Wenn ich sehen, bin ich tot. Dann, Den da. Da ist noch einer. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Drücke Q, um Lebensverzehr für einen Stein auszuwählen. Halte nach dem Ausrüsten rechts gedrückt und tippe zum Werfen. Okay. Ja, das noch weg ist. Lieber nachsehen. Ich muss im Gebüsch bleiben, wo sie mich nicht sehen. Hast du alles, was du brauchst? Keine Ahnung. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Keine Ahnung. Jetzt lass gut sein. Scheiße, das dauert ja ewig. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Der läuft dann wahrscheinlich, weil ich dadurch jetzt auf. Bleibe in Hörweite der Forscherin, um Nero Informationen zu hören. Ja, würde ich ja gerne, wenn. Oh, da ist er. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich will keine Punkte verlieren. Alles okay? Wie viel Senden und Heats 2058? Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 500 bis 600. Schick. Im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Gehen Sie nicht rein, Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist über nicht 400 tot. Subjekte. Und das hier Dana sind nicht O'Brien die normalen Fließbandfreaks. Das hier ist. Sind Stufe 3. Das ist damit schon passiert. Nein, 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 vergiss es. Das kann nicht sein. Von mir war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Meine Güte, Corporal. Mein Gott, das tut mir leid. Die Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, Corporal. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Okay. Die Höhlen versiegeln? Ach, klar, als ob das irgendwen kümmert. Ach so, ja, man sollte lesen. Kehre zurück zu deinem Bike, ja. Weil da ist. Dann kehren wir mal. Okay, unten bleiben.
Toll, da stehen jetzt drei. Ist das richtig so? Aber nicht dein. Ja, ich glaube. Doch doof. Hat das noch wer gehört? Nein, hat keiner gehört. So. Dann sind wir jetzt gleich beim Bike. Hoffe ich, ja, da. Ja, okay. Komische Sache. Rückstandbolzen. Rückstandbolzen. Bolzen lassen Gegner auf losgehen. Benutze Verwirrung zu. Okay, das hört sich gut an. Kann ich die? Ja, die kann man hier bauen, ne? Nestrückstände, okay. Ah, trifft sich ja Boozer, gut, dass ich gerade so ein Nest habe. Boozman, kommen! Dick, hey, ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three-Finger-Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu. Ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros. Er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Dick? Nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Okay. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Meld mich später nochmal, gegen Ende. Dann speichern wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Ach Scheiße, das war wieder das Problem. Die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn sie deinen Van gefunden hätten. Und dann müssten wir uns dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Okay. Ja, hört sich gut an. Ja, das ist wieder was ich nicht verstehe, ne? Man drückt die E-Taste. Er läuft sonst wohin, macht sonst irgendwas, aber irgendwie bin jetzt nicht. Weil. Ah. So. Toll, das heißt aber jetzt, das heißt, hier sind noch zwei Nester, da hinten müssen irgendwo Nester sein. Das ganze Ding hier ist anscheinend voller Nester. Ne, eins muss ich noch.
1 anscheinend. Okay. Wir öffnen mal hier Kofferraum. Okay, da ist gar nichts drin. Habe ich auch noch nicht gehabt. Dann gucken wir jetzt mal hier. Ich sehe gerade. Er zeigt mir hier das Ding hier hinten an. Hinweis. Nicht. So, dann muss ich erstmal dahin. Ich soll noch Alvarez Leiche verbrennen. Wieso kann ich jetzt doch? Hä? Ach ja, doch, alles klar. Ich wollte gerade sagen, Herper, dann habe ich das Bike hat 100%, okay. Ich hatte ja gerade anscheinend diese neuen Bolzen da hergestellt. Straßenräuberpatrouille. Okay, der patrouilliert aber komisch. Ich wollte doch die ganze Zeit sagen, ich habe was gehört. Also so ist ziemlich merkwürdig. Okay, das wird definitiv ein Bug gewesen sein. Warum sollte er sonst die ganze Zeit gegen den Baum fahren? Das sah nicht so ulkig aus. So. Das heißt, es müsste ja eigentlich noch irgendwo jetzt ein Nest geben, ne? Ich werde mir das gleich suchen, glaube ich. Okay. Was soll ich da jetzt machen? Verbrennen. So, vielleicht. Keine Sorge, Alvarez. Ich überlass dich nicht den Freaks. Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Okay, das war's. Aber ich weiß nur nicht, warum ich 2077 schon 10.000 Punkte nur bekommen habe oder so. Also irgendwie, oder was das bedeutet, keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. So, dann fahren wir jetzt mal hier ein bisschen rum. Rosa, hörst du mich? Ja, Dick. Ich hab's geregelt. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Dicken Ende. Ich glaube, da ist noch so ein Nest. Anscheinend ja. So, dann kümmern wir uns noch um das Nest. Erledigt. Sollte aber mal definitiv hier zwei Verbände nutzen. Hier gibt es auch was. Und das für die Freaker oder so. Aber die besser, weil diese. Ja, die hat nur noch. Um,
Sollten wir jetzt noch ein bisschen den Friedhof absuchen? Oh, ja. Wir brauchen ja dann wieder irgendein Fragezeichen. Weißt du, wie ich das taste, ne? Wenn ich gleich da bin, ist das Friedhof. Fragezeichen weg. Schwarze Helikopter wurden im Himmel gesichtet. Ihr habt sie gesehen. Wir werden und verlieren den Verstand. Wir nicht. Sie sind real. Und sie sind der Beweis, dass ich recht hatte. Wir dachten, Nero wäre wie der ganze Rest verreckt. Von der eigenen Dummheit ausgerottet. Die ganze Zeit einfach abgewartet. Ist aber nicht ein bisschen. Oh, warte mal. Die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht solange ich wache. Und rennt bloß nicht zu. Müsste ich aber gerade mal. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll, weil da oben scheint ja irgendwas zu sein. Jeder Mann, keine Ahnung. Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Diese Männer werden euch sofort abknallen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, da. Ach, Cop, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Das aber leider nicht mitnehmen. Doch doof. Warum kann man keine Reserve. Schirme. Mhm. Filter mitnehmen. Das finde ich jetzt ein wenig doof. Aber okay. Ist anscheinend so. Nun gut. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Und ihr werdet dann benachrichtigt, wenn neue Folgen von mir erscheinen. In diesem Sinne sage ich, da kommt wer. Deserteure, verdammt, sie dürfen mich nicht sehen. Bis zum nächsten Mal. Aber den mussten wir jetzt leider noch machen. So. Genau, das war's dann jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich ciao, der Falli.